So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Shadowverse Champions Battle, wo wir heute Mauro offiziell endlich besiegen werden. Ja, und darüber hinaus wird es denn jetzt, wo er sagt, wohl nicht mehr der Fall sein, dass wir irgendwie eine Streckung der Spielzeit wohl kriegen werden. Okay, es ist höchstwahrscheinlich das vorletzte Kapitel der Hauptstory. Es gibt, er sagt, eine Afterstory, der hat mich schon ein bisschen schlau gemacht. Dafür allerdings muss ich, er sagt, schon mal sagen, eine Bedingung für die Afterstory. Moment, das war jetzt falsch. So, eine Bedingung für die Afterstory ist schon mal insgesamt 100 Deckcodes zu haben. Mindestens. Und wie ihr schon mal gesehen habt, ich habe, er sagt, schon mal hier eine Art RuneCraft-Deck. Ist allerdings nicht fertig. Ist auch bloß eine Kopie eines anderen Decks. Oh, there you are. How about it? Up for a game? Ja, ich mach dich fertig. Is that so? Ja, sowas von. Because if you ask me, you're merely a few turns away from joining those losers over there. Absolutely pathetic. I almost feel bad for them. Sie sind keine Verlierer. Such pretty words. But kindness won't take you very far in Shadowverse, you know. Surely you've seen it yourself. This is the underworld, where hope comes to die. Your anguished cries will be music to my ears. Shadowverse Showdown! Okay, die drei aus dem letzten Part waren vielleicht eher ein bisschen Zeitverschwendung. Das kann man eher sagen. Aber mehr eigentlich auch nicht. So, was für ein Deck hatte ich jetzt überhaupt ausgerüstet? Ah, Dragon Force. Ich meine natürlich Dragon Craft. Special Ability. Also ernsthaft, ich habe doch jetzt überhaupt nicht lesen können, was die Special Ability war. War das irgendwas mit Effekten? Warte mal, hätten wir jetzt vielleicht irgendwie nochmal einen Einblick darauf kriegen können? Warte mal, L? Ich weiß nicht. Ah ja, Mauro's Following Special Spezialfähigkeit. Wenn auch immer ein Alliierter voller ins Spiel kommt, verändere seine Verteidigung zu 1 und gib ihm den folgenden Effekt. Whenever Direct Damage is dealt to this follower, reduce the damage to 0. I dwell within you. I'm going to enjoy this. Ach, so war das gemeint. Eine verstärkte Verteidigung. Das Blöde ist, er sagt, dass diese Manjus oder Mainjus nicht von Spezialeffekten angegriffen.
getroffen werden können. Und das Blöde ist natürlich hier auch noch, dass jeden Kampfschaden, den man den Ersack zufügt, auf 0 reduziert wird. Ja, das bringt leider nichts. Wir haben es zwar noch mal ausprobiert. Aber was sollte das jetzt eigentlich bringen? No one escapes the wheel of destiny. Jetzt haben wir vielleicht ein klitzekleines Problem. These golden wings will end you. Ja, diese Spezialfähigkeit ist wirklich nicht zu unterschätzen. Aber eigentlich hätte er jetzt nicht diese zwei Anti-Effekt-Monster aufs Feld gekriegt. Dann hätten wir natürlich ja locker aufräumen können. Weil die meisten meiner Monster sind ja darauf ausgelegt, mit Spezialschaden, also mit Effektschaden zu punkten. Also mal sehen, wie die zweite Runde jetzt abläuft. Naja, das hatten wir leider schon ein paar Mal gesagt. Aber sobald er sagt, wieder die Minions aufs Feld kommen, haben wir wieder das Nachsehen. Das ist leider die Wahrheit. To enjoy this. Let's give this one a try. Three. I've got to take a break. Naja, wir müssen erstmal so viel Schaden irgendwie raufkriegen, wie wir nur können. Evolve!
my cuisine is you look delish. Oh, stimmt, ja, ich vergesse, er sagt immer wieder, dass diese Effekte, dass dieser Effekt dafür wirkt, dass hier nichts zerstört wird. This must be fate. Shapely and succulent! Your evil deeds end now. I dwell within you. Now, evolve! I see your weakness. Mir bleibt bis auf sie keine andere Wahl. I'm only getting started. Malice will never die. This isn't over yet. Let's give this one a try. Tja, es ist immerhin jetzt ein Versuch. The time for perennial prayer has come. Rejoice. The time. Okay, das hat jetzt leider gar nichts gebracht. Ich habe jetzt auch nicht mit dieser Karte gerechnet. Mit der verfluchten Jungfrau. Is this a joke to you? My way and I'll cut you down. Das funktioniert leider auch nicht. I can't keep relying on you, Dragon. Das ist blöd. Am Ende wird der Sack doch ein bisschen komplexer sein, als ich dachte. Dieser Bossfight. Rejoice, rejoice. Rejoice. Rejoice, rejoice. Now suffer. Dieses Mal haben wir auch wirklich viele, viele, viele Sachen gegen uns gespielt. Guess I'm done for. Wäre Sack jetzt diese komische Karte aufgetaucht? Dann hätten wir mit Shadow Bahamut theoretisch gewinnen können. Naja, ansonsten kann ich immer noch mein Havencraft-Deck vielleicht auspacken gleich. Und dann mal wieder versuchen mit unserer Seraphin. Mit unserer Engelskarte zu siegen.
My turn. Ansonsten Shadow Bahamut wäre immer noch die vernünftigste Wahl, um den Sieg davon zu tragen. Ansonsten Dragon Wings, Blazing Breath. Andererseits, es kann nicht... Wartet. Okay, diese Mainu-Karte kann zwar nicht durch einen... Kann ich gezielt angegriffen werden? Aber anscheinend immerhin einzeln. Ja, anscheinend kann immerhin so eine Karte einzeln angegriffen werden. Ich glaube nicht, dass wir unsere Trumpfkarte jetzt schon aufgeben sollten. How intriguing. Don't expect any mercy from me. Dann ist es jetzt mehr als offensichtlich, dass der Salamander-Atem unsere große Trumpfkarte in diesem Spiel ist. Ja, ganz offensichtlich, der Salamander-Atem ist unsere Trumpfkarte. Let's give this one a try. I dwell within you. Now, evolve! I am the malice within you. Okay, vielleicht könnte auch Shadow Bahamut ebenso jene Karte sein, die uns jetzt den Sieg beschert. Naja, ich bin... Okay, jetzt kommt seine Trumpfkarte. Der Gott der Flüche. Okay, das hat er sagt jetzt rein gar nichts gebracht. This isn't over yet. Also das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Die letzten Worte kommen also jetzt wieder zum Einsatz. Und er hat sich also jetzt entwickelt auch. Let the despair consume you. God of curses. Ja, widerlich. This should finish it. Ah!
Didn't expect any less from you. Naja, aber nach ein paar Versuchen hat's jetzt endlich geklappt. Und darauf kommt's jetzt an. Können wir da jetzt gleich noch... This is what all your efforts have led up to. Du sagst es. Also können wir jetzt als nächstes noch den Endkampf gegen Luca machen? Hope so powerful it can't be tainted. Not even by despair. You did it, kid! I think I might just cry. I knew you had it in you. So this is how you wield your cards. The Prince of Shadows? You have a lot of nerve using me for your own devices. Your role here is finished. Right, right. Of course. Don't think this is over. A promise is a promise. You came here to play against me, right? Come see me once you're ready. I'll be waiting here. Also, das darf man uns jetzt nicht zweimal sagen. Also, Luca, wo ist er denn jetzt? Okay, hier hatten wir noch einmal Havencraft. Farewell. Und so geht's dann jetzt weiter mit Bloodcraft. Are you ready? Ja, ich bin sowas von bereit. Very well. Shall we? Natürlich, meine Drachen sind bereit. By the way, I'm sure it's occurred to you that Rei Sao Tome might not want to be found. Do you still intend to continue despite this? Yes. Die Suche geht weiter. Nach Antworten. None of my business, I suppose. I've heard quite a bit about your style of Shadowverse. You play not for yourself, but for others. I don't understand it myself. Nor do I care. Will your strength be enough? Or will you crumble before me? Let's put it to the test. Shadowverse, showdown! Der finale Kampf des vorletzten Kapitels der Hauptstory beginnt. Dragoncraft gegen Bloodcraft. Oh, und wieder mal irgendeine besondere Fähigkeit in Bezug auf Vergeltung. Lucas Maximum Defense will be set on 10. Was? Konnte ich doch jetzt auch nicht so recht lesen, was da stand. Ah, okay, er hat sofort Vengeance aktiv. Tja, beeindruckend. Aber ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, das könnte jetzt auch ein Nachteil für ihn sein. You're free to forfeit any time. I can't keep relying on you, Dragon. The time's not ripe to play that card just yet. How long till you break? Isn't demonic armor lovely? Sorry, I've got to take a break. Outclassed. You won't wake up. How long till you break? Isn't demonic armor lovely? I wonder how you respond.
Ach, so ganz gut ist es jetzt nicht. Tja, in dieser Runde können wir schon besiegt sein. Naja, mit Dragoncraft haben wir es eben ja immerhin ja auch noch hingekriegt, Mauro zu besiegen. Dann versuchen wir es aber auch weiterhin jetzt gegen Bloodcraft. Wir wissen ja jetzt, er halbiert sofort seine Lebenspunkte. Woraufhin natürlich die Bloodcraft-Effekte zum Einsatz kommen können. I'll prove my strength to you. Aber natürlich in einem normalen Match hätten wir natürlich locker flockig besiegen können. Es war riskant. How long turn you to mince meat? You're free to forfeit any time. You can't keep relying on me, Dragon. The time's not right to play that card just yet. Isn't demonic armor lovely? Evolve. Try this on for size. I've got to take a break. Respond. How long till you break? Oh. Let's finish this. Okay, damit hätte ich jetzt natürlich nicht rechnen können. Guess I'm done for. Aber ansonsten, so wie ich jetzt gespielt habe, war es ja schon fast richtig. Ich habe meine Playpoints schon so auf Maximum gehabt. Mein einziger Fehler ist, dass ich meine Evolution Points nicht richtig einsetze. Ich hätte ja gesagt, diesen weiterentwickelten Wolf erledigen müssen. I expect great things from you. I conclude my turn. I'll prove my strength to you!
time to exact vengeance. I can devour your dreams. Ja, das ist jetzt alles wieder mal bescheuert. The time's not right to play that card just yet. I need more strength. Isn't demonic armor lovely? My way, and I'll cut you down. Me? Really? Evolve! Belmont, strike down! Ha! My beauty. Na, eben hätte ich gewinnen können. Jetzt in dieser Version des Spiels. Evolve. You won't wake up. Ist jetzt mein Sieg in weiter Ferne gerückt worden. Oh. I guess I'm done for. Tja, eben hatte ich gute Karten auf der Hand gehabt. Jetzt wiederum waren die total schlecht gewesen. Ready when you are. So, you believe yourself ready. Strength to you. Time to exact vengeance. I conclude my turn. How long till you break? Forfeit any time. Me? Really? The time's not right to play that card just yet. I need more strength. Shed tears of joy, I've arrived. I can't keep relying on you, Dragon. Evolve! As long as we fight each other, Mr. Dragon! Me? Really? How long to Isn't break? Demonic armor lovely? Hurry. I've got to take Evolve. A break. I wonder how you respond. Das ist ja alles nicht gut. For vengeance is nigh. Dark Emperor! Genuflect before darkness eternal.
getting started. So this is what your strength amounts to. How long to listen to my song? Counter this. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was will er jetzt einsetzen? Okay, hat nichts mehr einzusetzen. Das ist gut. Tja, dieses Duell hat 2 Runden jetzt zu viel gedauert. I know when I've been bested. But you can still become stronger. When you do, know that I'll be waiting, deck in hand. Rei Saotome plans to enter the national championship. If you go, you're sure to face him there. Tja, das war sowieso unser Plan gewesen, so in den National Championship zu gehen. You took on the Prince of Shadows and won? You've got real guts, kid. Seriously, just how good are you? You definitely ain't no ordinary Shadowverse player, that's for sure. Congratulations. You've earned the title of Supreme Champion of the Underverse Arena. Should I refer to you as Supreme Champion from now on? Merely joking. Either way, congratulations. Incidentally, were you able to identify the whereabouts of Rei Saotome? Es hat geklappt. National Championship. I see. I don't believe in it personally. But my sister often speaks of fate. Perhaps your reunion with Rei Saotome was always meant to take place on the national championship stage. May fortune smile upon you. Tja, das war dann also das Abenteuer in der Underworld Arena. Also gut, dann jetzt erstmal zurück ins Wohnheim und dann beginnt auch schon fast die National Championship. So you're the Supreme Champion now? Guys, did you hear that? We have an Underverse Champ in the house! You're a straight-up Shadowverse All-Star at this point. Yeah, even the Underverse was no match for you. Just as I calculated. What do you mean, calculated? You've been pacing around in circles since you got here, you know? Yeah, you seemed really worried. Yeah, I was just getting some exercise. So, did you find any leads on Rei Saotome? He's gonna be at Nationals? I see. I thought maybe he left because he didn't like Shadowverse anymore. But I guess that can't be true if he's playing at Nationals. But why bother transferring schools? Well, let's not sweat the small stuff for now. If we make it to Nationals, we can ask him there ourselves. A sound idea. You're right. I'm sure he'll tell us if we ask him face to face. So it sounds like the new plan is the old plan. Nationals, here we come, baby! You still need to place in a Gold Cup tournament, Kazuki Shindo. Naja, wenigstens gibt es ein paar Leute, die immerhin in den Nationals
spielen werden. So, und wer spielt hier gerade? Ach so, wir. Ein paar praktische Übungen noch, bevor das letzte Kapitel kommt. Tja, die letzten unbeschwerten Aktionen. Ehe dann das finale Kapitel beginnt. Und jeder aus dem Club befindet sich jetzt also im Meisterrang. Wir alle haben uns also qualifiziert. We finally did it, you guys! We all made it to Master Rank! Yes, well, thanks to a certain someone, we almost didn't. Fortunately, we were all able to pull through and qualify for nationals. Say, Mims, who's the slacker? Who knows? In any case, all that remains is the national championship. Just like the Gold Cup, this tournament is only held in one location. So essentially... We'll all be competing against each other, right? Man, I'm so pumped to play you guys on the big stage! For real? I think I've gotten pretty good myself, you know? You better watch out, Kai. Don't underestimate my genius. It's thanks to all of you that I was able to make it this far. So I won't let this chance go to waste. Despite being a member myself, I can't go back on my word. If we aren't successful here, the club will be disbanded as originally agreed upon. But I have faith in you all, and I too will be playing to the utmost of my ability. This is the big one, you guys! Let's give it everything we've got, and then some! 'Cause we're winning this thing! Na gut, dann kann jetzt also das letzte Kapitel beginnen. All requested arrangements have been made, Mr. Orange. Just one more day. One more day until a new champion arises. Excited, sir? Very much so. The stage is set for the final chapter to unfold, but only one player will find the ending they seek. The spotlight is on you now. Will you rise to the challenge? Tja, dann beginnt jetzt mal das letzte Kapitel. Kapitel 9, Shadow Worst Showdown. Na, bestimmt bis dahin. Bis dann eigentlich der Tag der Nationals richtig beginnen kann. Gibt es sicherlich irgendwelche Voraussetzungen noch, die wir erfüllen müssen. Ist doch bis jetzt immer so gewesen. Okay, wir sind bereit für die Nationals. Gut. Mal sehen, wo müssen wir jetzt hin? You will be unable to do some things like switching between day and night or participating in friendship quests during Nationals. This feature will become available again when the tournament ends. Okay, als nächstes müssten wir also... Oh, sieh mal, meine Trophäen. Nicht schlecht. Aber gut, als nächstes müssen wir also zum Clubraum gehen, sobald wir bereit sind. Aber eine Sache ist jetzt schon mal so klar wie Kloßbrühe. Bereit sind wir jetzt noch nicht. Irgendetwas wollte ich jetzt hier noch verändern. Okay, die Karte wollte ich wegmachen. Wir haben doch hier irgendwas Besonderes noch mit 4 Sternen gekriegt. Wenn ich mir recht entsinne.
Aber wo ist die Karte denn jetzt? Ah ja, hier, Reaper of Madness. Obwohl Reaper of Madness... Ja, packen wir die mal rein. Und ansonsten eine besondere 2-Sterne-Karte hatten wir auch noch. Den Shadow Reaper. Gain ambush until the end of the opponent's turn. Whenever another allied follower is destroyed, gain... Naja, ein Angriff und eine Verteidigung hinzu. Okay, dann haben wir jetzt also eine klitzekleine Veränderung hier vorgenommen. Ah, warte, Pluto. Ja, Pluto wollte ich hier noch wegmachen. Und stattdessen... Shadow Bahamut. Oder was war mit Lord Atomy? Nein, Shadow Bahamut war, glaube ich, jetzt eher die Trumpfkarte gewesen. Also gut. Dann wollen wir auch mal wieder zurückwechseln zu Shadowcraft. Und im nächsten Part sehen wir dann also mal weiter. Mit den National Championships. Und was dann eigentlich noch gemacht werden muss, damit das Ganze starten kann. Weil irgendetwas kommt da sicherlich noch dazwischen. Was uns daran hindert, sofort loszulegen. Und damit sage ich jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao. Zum richtigen Beginn des letzten Kapitels.